bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Auf dem falschen Bein verwirrt. Hergiswiler Revanche gegen Krieseren liegt sprichwörtlich flach. Oh, mit dieser Vierwerte ist der Kampf beendet. 11 zu 23 verloren. Ein aufrechter Erfolg sieht anders aus. Technische Überlegenheit. Statt Schlag auf Schlag Sieg, Taktik. Fakt ist, die Hergiswiler haben nicht in erster Linie auf einen Sieg, dafür auf die Jungen gesetzt. Der Blick auf die einzelnen Kämpfe zeigt es. Denn was wirklich zählt, ist der Halbfinale. Den geht man dann aufs Ganze garantiert. Mit welcher Aufstellung, das ist so ein bisschen angetönt, mit welcher Aufstellung sind ihr hierher gekommen? Ja, das sind die letzten zwei Runden. Wollte etwas für schon wieder für Junge einsetzen. Ein paar Ältere brauchen wir schon für den Kampf, aber wollte etwas mischen für die Mannschaft. Genau, für das Halbfinale muss Vollgas geben, muss alles schon dabei. Okay, wenn wir die einzelnen Kämpfe durchgehen. Julian Unterner gegen Fabian Obrist haben verloren, relativ knapp, 11 zu 14. Ja, leider ist Vorkampf schon gesagt für Julian. Er muss nur einen Griff aufpassen für Hüfter. Aber wir beginnen für den Kampf gerade zweimal gegen Hüfter ziehen. Das ist doch ein bisschen vorgelärmt noch. Ja, nein, ich schon kennen für Gegner und schon gesagt, was erwarten. Und leider er taktisch ist nicht genug stark momentan. Er muss noch mehr Erfahrung haben und er schon weiß, was für Beste geben und Beste sagen. Und probiere das zu machen. So viel einfacher für gewinnen. Kampf Julian Unterner gegen Fabian Obrist. Gerade 11 zu 14. Ja, und dann habe ich gewusst, der Kampf ist. Das sind so Nachwuchsringer, die noch nie miteinander gerungen haben. Dann habe ich gewusst, es ist 50-50 und am Schluss hat unserer knapp gewonnen. Martin Suppiger gegen Jürg Hutter, 5 zu 3. Ja, das war schon ein interessanter Kampf. Es war schon das erste Mal, dass die so miteinander haben. Am Schluss knapp für den Martin. Martin Suppiger gegen Jürg Hutter haben gewonnen. Ja, das ist 5 zu 30 für ein Resultat. Aber Martin und ich checken das. Ich habe zwei Verwarnungen für Jürg und dass er nicht nützen für diese Chance. Wenn er Anfang der zweiten Halbzeit noch ein Gas geben, dann er schon möglich dritte Verwarnung geben für Jürg und dann schon möglich 4-0 gewinnen. Das habt ihr doch erwartet? Habt ihr einen Sieger erwartet? Ja, das schon weiß, ist nicht so einfach der Kampf. Zwei ausgenommen für Riesermarco, zwei beste Ringer für 97 Kilo und Schwergewicht für Freistil. Und das schon gesehen für diesen Kampf. Ein sehr knapper Kampf, aber Martin schon bringt zu Hause. Marcel Kurmann gegen Dominik Laritz, sehr deutlich 0 zu 16, technische Überlegenheit. Leider Marcel auch genau gleich wie Julian, auch jung. Und vor dem Kampf schon gesagt, was muss machen und was muss probieren. Und leider hat er das nicht gemacht und so ist es viel schwerer für gewinnen. Das ist nicht so ganz einfach gehabt. Ja, das ist einfach der Dominik ist ein Internationaler, ist einfach technisch versierter gewesen und darum hat er so hoch gewonnen. Der Akos Koriza gegen Philipp Puto, was haben Sie da erwartet? Das 2 zu 2 war es, die höhere Wertung für Akos? Ja, so haben wir es so erwartet. 50-50 war dann vor dem Kampf die Prognose. So wie der Kampf gelaufen ist, eigentlich, der Philipp hat, ist eigentlich nur vorwärts marschiert. Nach mir hätte Akos eigentlich mir verwandt werden wegen Passivität.
aber sie ist nicht gekommen und darum am Schluss den Akos glücklich gefunden. Akos Koriza gegen Philipp Buter, was hat man da erwartet? Ja, das ist ein Kampfwerk, ist schon vorher weiß, es ist 50-50, beide Seiten möglich gewinnen, aber für ihn heute besser passt für Akos. Das ist ja fast 2-2, höhere Wert. Ja, aber das muss auch weiß, dass Philipp weiß auch schon für Regeln und er wird gewinnen, noch 2-2. Er muss noch einen Schuf angeben. Hat ja auch alles gegeben nachher am Schluss. Der Adrian Kronenberg gegen Molnar Gabor, Schultersieg. Ja, das ist schon weiss, die ungarische Verstärkung für Kiessen und sehr stark technisch. Und schon genießt für seine Chance und er hat übrigens schnell kaum gemacht. Leider Adrian ist eine große Chance. Die sind stark, hein, Ungarn? Leider schon, momentan. Adrian Kronenberg gegen Molnar Gabor, ein Schultersieg. Gut, das ist ein ehemaliger International gegen einen jungen Athleten, das ist klar gewesen. Pausenresultat 5-12, das war noch nicht so krass gewesen. Nein, das war nicht so klar gewesen, aber eigentlich haben unsere Jungen unten schon überzeugt. Wir sind eigentlich eher in der Mitte stark. Und da hat sich schon abzeichnet, dass wir heute gewinnen. Thomas Suppiger gegen Becha Tobias, Schultersieg für den Suppiger. Also der körperliche Dominant war einfach zu gross. Der Thomas Suppiger gegen Becha Tobias ist Fighter des Abends geworden mit Schultersieg. Das ist schon klar, das ist ein Unterschied für Jüngere und Ältere. Wir haben vorher für Suppiger Martin auch schon geredet, schon gesagt, probieren für beide Arme unten stellen, aufstellen und so probieren für Griff ziehen. Und er ist regelmäßig gemacht, sehr gut gemacht und er hat so relativ viel Punkte gemacht und er schultert für Tobias. Ein Punkt hat er gleich noch, plötzlich kassiert noch. Ja, wegen dort ist nicht richtig. Taktisch nicht richtig gemacht, nicht beide Arme unten sind und dann haben wir ein kleines Loch und schon wieder reinkommen für Tobias, für beide. Marco Hodu gegen Marc Dietsche, ein 2-8, was habt ihr da erwartet? Muss ehrlich sagen, ist etwas engere Kampfwerte, nicht so hoch verloren. Aber gerade am Anfang überrascht für Marco eine Viererwertung für Marc. Und das schon sehen für Marc, noch ein bisschen Retour fahren und wenig Kampfgeist haben, aber für ihn mindestens machen für 2 Punkte. Danach hat Marco Hodu gegen Marc Dietsche, ein 2-8. Ja, es war ein sehr technischer Kampf von beiden. Sie kennen sich gut, die zwei. Am Schluss hat sich der Marc können klar durchsetzen. Der Raffi Kaufmann gegen Damian Dietsche, ein 0-11. Habe ich so erwartet. Damian ist ein Griechen-Spezialist, der Raffi weniger. Und dementsprechend ist klar, ist der Kampf gewesen. Der Raffi Kaufmann hat es auch nicht so einfach gehabt. Damian Dietsche, 0-11. Ja. Raffi ist sehr gut genutzt, aber das muss weiss, Dietsche Damian ist international Ringer, ist 74 Kilo machen für international und er hat mehr Erfahrung und technisch und taktisch besser, aber Raffi ist sehr gut gekommen. Ganz starker Mann, Sergej Sirenko von der Ukraine, 0-12 gegen Patrick Stadumann. Hat man das so erwartet oder hat er einen Punkt holen? Nein, leider nicht. Das Problem ist, dass gerade erste Aktion schon weiß, was machen für Sergej.
Aber er hat gleich gemacht, gerade am Anfang an, der Patrick nicht genug aufpasst. Und gerade diese eine Aktion machen für 10 Punkte. Und gerade zwei Verwarnungen auch schon kassiert für Patrick. Dann noch Patrick Stadumar gegen Sergei Schirenko. Haben Sie es so hoch erwartet, das 0-2? Nein, so hoch habe ich nicht erwartet. Ich habe quasi den Boden abgespielt, den Boden entschieden. Mit Passivitäten, mit Verwarnungen. Ja, und schlussendlich durch die Verwarnungspunkte ist es so hoch, hat es so einen hohen Sieg gegeben. So 21 vor dem letzten Kampf und der Philipp Kunz gegen Steven Graf. 1-3. Was haben Sie da erwartet? Ja, der Steven war lange verletzt. Heute macht seinen zweiten Kampf heute. Und ich denke, gewiss, dass es schwierig wird. Dementsprechend nicht so knapp vorne. Aber er muss einfach langsam reinkommen und kommt sicher noch besser. Der letzte Kampf, der Philipp Kunz gegen Steven Graf. 1-3. Leider da ist rausgekommen für Selbstvertrauen. Philipp Kunz hat leider zu wenig Selbstvertrauen gehabt. Wir haben vorher am Anfang schon gesagt, dieser Steven Graf, nicht gleich wie letztes Jahr Steven Graf, viel weniger trainiert, das schon gesehen für Form. Und wenn Philipp mehr Selbstvertrauen habe, mehr Aktion machen selber, nicht nur warten, dann er habe sicher Chance für gewinnen. Nächster Kampf, wo geht es da durch? Nächsten Samstag ist die letzte Runde gegen Freiamt. Nach langem ist es immer sicher erst jetzt. Jetzt geht es darum, zum Typ möglichst gut vorbereiten für den Halbfinale schon. Ist nicht so wichtig jetzt für euch? Nein. Aha, mit anderen Worten, Kriesere könnte in Erwägung ziehen, gegen Freiamt zu verlieren. Freiamt würde so nicht viert. Folgt davon, Kriesere könnte im Halbfinale gegen Willisau antreten, weil es trifft den ersten auf den vierten und den zweiten auf den dritten. Damit wären wir wie am Anfang wieder bei der Taktik und beim Johnny. Nächstes Mal ist es einfach gegen Einsiedler, da gibt es wieder einen Sieg. Also da. Ja, dort muss unbedingt siegen, aber da vielleicht schon wieder mischen für die Mannschaft. Aber wenn das jetzt sie nach Hause bringen und dann schauen vorne für Halbfinale. Da gibt es keine Überraschungen mehr vor dem Halbfinale. Wie sieht es aus beim Halbfinale? Was ist denn so ein Wunschgegner? Freiamt? Einsiedler. Nein, es wird leider so aussehen. Das ist etwas leider, etwas nicht leider. Gegen den letzten Kampf entscheidet, was ringen für Freiamt zu Hause gegen für Kriessen. Aber das entscheiden, wer ist der dritte und vierte. Willisau oder für Freiamt. Wegen jetzt ist, wenn nächste Woche Hergis wir gewinnen gegen Freiamt. Schlussresultat ist, Hergis wir ist schon zweite. Und ausgenommen, wenn Freiamt gewinnen. Das ist immer noch zweiter, dritter und vierter Platz. Immer noch möglich, nur einfach das nicht möglich. Für Hergis ist vierter geworden. Hergis sind nur möglich zweiter oder dritter geworden. Ein interessanter, spannender Gegner wäre sicher noch Willisau, oder? Das ist schon klar, aber noch besser, wenn wir das machen für Finale. Okay, danke vielmals. Ich auch, danke. Und das heisst wieder, wenn Hergiswil zweit oder dritt ist, kommt es darauf an, wer ist viert, Willisau oder Freiamt. Wenn Kriesere gewinnt, wird Freiamt viert. Und es käme zum Halbfinalduell Willisau-Hergiswil. Wenn Kriesere vermüht, wird Freiamt zweit oder dritt. Und so im Halbfinale Gegner von Hergiswil. Wer jetzt noch mehr Klarheit sucht, schaut der Johnny Maint mit der Prognose auf die nächsten Kämpfe. Demnächst auf dem Sender. Dort erfahrt ihr vielleicht mehr. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.